dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, wir schreiben die Folge 16 mittlerweile der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Es freut mich, dass wieder zahlreiche Aspiranten den Weg hierher gefunden haben. Sie werden belohnt mit einer Besprechung der relevanter Textstellen zum Thema, in dem der Zusammenhang all dieser Angelegenheiten erläutert wird. Gustav Gerber am Start, mit dem wir, soweit ich weiß, die letzte Folge beschlossen haben. Nein, egal. Die Gattungsbegriffe als die allgemeineren sind besonders unvollkommen, sofern man immer mehr abstrahieren muss von den Besonderheiten, um sie bilden zu können. Wie wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Sie kommen eben nur der Benutzung durch die Sprache zugute, welche durch sie zur schnellen Verständigung geschickter wird. Also wir hören schon Gehörtes, hier ein sehr treffender Vergleich, was allgemein die Verallgemeinerung bewirkt. Es wäre, als wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Also ganz und gar nicht dem gerecht wird, um was es sich handelt, weil der Allgemeinbegriff in der Hinsicht unangebracht ist oder in vieler Hinsicht. Es gibt wohl kaum, es gibt schon Fälle, wo diese Klassifikation zutreffend ist, aber es würde sich diese Namensgebung würde sich sehr gut für Betrügereien eignen, wenn jetzt zum Beispiel, nur mal angenommen, in einer Erbschaft würde von Metallen die Rede sein, und ansonsten wird nichts vererbt, dann werden die Erbberechtigten unter Umständen dann die Erbschaft ablehnen, weil sie an Metallen ja nicht interessiert sind und wissen gar nicht, was ihnen entgeht, weil Metall ist zutreffend, wurde vom Notar, also hier sind wir eher in einer Romanfigur, aber nur mal, um die Sache zu verdeutlichen. Und wüssten die Erbberechtigten, dass es sich um Gold und Silber handelt, dann hätten sie natürlich diese Erbschaft angenommen. Und solche Allgemeinbegriffe, Pauschalisierungen, sind Mittel der Manipulation, indem einfach Sachen nicht angesprochen werden können, aber doch in der Verallgemeinerung drin sind, wenn es dann heißt, man wird zur Verantwortung gezogen. Warum haben Sie uns da nicht aufgeklärt? Ja, ich habe Sie doch aufgeklärt. Von Metalle wurden hier angeführt. Ja, aber sie hätten doch Gold und Silber reinschreiben müssen. Und so ist es mit anderen
Verallgemeinerungen auch. Es ist nicht direkt gelogen, weil der Allgemeinbegriff das dann ja auch umfasst und dann kann man sich in der Hinsicht, kann man sich dann rausreden. Aber die manipulative Absicht, die ist nicht immer ersichtlich. Also da kommt so manch einer eine sehr glaubwürdig daher, aber hat doch, ach wie sehr, den Schalk und Schlimmeres im Nacken. Also diese Unvollkommenheit ist, der Begriff der Unvollkommenheit ist jetzt auch nicht so treffend, weil um Vollkommenheit geht es da nicht. Es geht hier um Wahrheit in dem Sinne, dass eben Interessen erwartet werden, gesucht sind und andere eben gegenteilige Interessen vertreten, und darum geht's, dass niemand übervorteilt wird durch die ganze Geschichte. Nicht um irgendeine Erkenntnis, wie an sich etwas sich verhält in irgendeinem idealen Himmel, sondern es geht um ganz konkrete Interessen, um einen Nutzen, der wie auch immer, schnelle Verständigung, hinter dem Interessen stehen und Zwecke und Bedürfnisse. Und die werden befriedigt oder eben nicht. Und das ist der Punkt, dass die Dinge so geregelt werden, dass diese Übervorteilungen nicht oder weniger stattfinden können, indem einfach Leute ein Gespür für Fragwürdigkeiten, die sich gerade in Begriffen verstecken, entwickeln. Jetzt kommen wir zu einem ehemaligen Münchner, der gestritten hat für seinen König Ludwig, der ihm Asyl gewährt hat, ob seiner Händel mit dem Papst, und bekannter Spruch, verteidigst du mich mit dem Schwert, so verteidige ich dich mit der Feder, soll Occam gesagt haben. Aber das nur am Rande. Hier jetzt nicht unbedingt ein Zitat von Occam, aber so ungefähr in der Nähe. Eicher, Greindl, Fossenkohl, Willi. Das Risiko, modern zu denken. Neuauflage, Nominalismus nach wie vor. Modern, ein modernes Denken wurde auch zu seiner Zeit als Philosophia Moderna, soweit ich weiß, bezeichnet. Also, philosophische Irrtümer entstehen häufig dadurch, dass abstrakte Begriffe so verwendet werden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Und hier kann man ohne weiteres dieses Philosophische streichen und dahingehend verallgemeinern, dass eben Irrtümer, Missverständnisse oder auch ein Schwindel der Methode nach so entsteht, dass abstrakte Begriffe so verwendet werden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Und damit kann man sehr viel ausrichten, bewirken, beeinflussen. Einfach indem man, das ist eigentlich das Werk der Zauberer, Dinge zur Existenz zu bringen, die es gar nicht gibt.
und das Publikum glauben zu machen, es wäre etwas vorhanden, gegeben, das aber nur in ihrer Vorstellung existiert. Und nach diesem Kamm möchte ich sagen, viele aktuelle Politikerreden geschert, bleibt nicht mehr viel übrig. Wenn man da all das, sich in abstraktiven Gefilden bewegt, herausstreicht, was dann noch an Realität übrig bleibt, das dürfte nicht mehr, keine große Glaubwürdigkeit mehr stützen. Also wenn jemand wissen will, wie man jemand anderen mit Worten über den Tisch zieht, dann ist hier die Methode. Man muss abstrakte Begriffe so verwenden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Und die Leute glauben machen, dass es so etwas gibt. Und in der Hinsicht ist die Realität, allein die Realität oder wenn von Tatsachen die Rede ist, so in der Richtung. Damit wird ein Großteil des Schwindels abgedeckt, wo Leute in einem Glauben gehalten, fast schon einem religiösen Glauben gehalten werden, dass die Verhältnisse im Griff sind, weil man sie ja, weil die sogenannte Realität ja auch dem rational und verstandesmäßig fassbar ist, man zutreffende Aussagen machen kann, die eben durch Realitäten verbürgt sind. So funktioniert das. Die ganze Chose. Wir kommen zur nächsten Nummer 90. Vertritt man die Ansicht, dass die Wörter ihre Bedeutung mit sich führen, so kann man gar nicht angeben, wieso eine Bedeutungsanalyse auf Schwierigkeiten stoßen sollte. Das hatten wir schon mal, dass aufgrund dieser natürlichen, spontanen Identifikation von Wort und Sache, so wie man im Kindesalter die Sprache lernt, das ist ein Schaf, das ist ein Buch. Wenn diese Identifikationsmethode beibehalten wird, da gibt es keinen Grund an etwas zu zweifeln, dass das nicht so wäre. Es ist das Selbstverständlichste von der Welt. Hier gehen Sie zur Tür. Jeder weiß, was gemeint ist. Eine Tür ist eine Tür und nichts anderes. Es gibt keinen Grund dafür, hier eine Bedeutungsanalyse zu betreiben, weil ja die Frage der Bedeutung gar nicht gestellt wird. Die ist ja selbstverständlich. Die Bedeutung einer Tür ist, dass hier das Loch ist, durch das man gehen kann. Das Fenster ist ein Loch, durch das man nicht geht, sondern da müsste man durch das man klettern müsste. Und wenn die Frage nach einer Bedeutung und auch des interpretatorischen Spielraums gar keine Frage nach einer Begriffsbildung aufkommen kann, dann ist klar, dass niemand auf die Idee kommt, weil das ja der nächste Schritt wäre, dass es bei so einer Bedeutungsanalyse dann auch Schwierigkeiten geben kann.
Da gibt es natürlich gibt's dann diese Oberschlaumeier, die dann meinen, dass man das einfach eine Tür bedeutet und damit sich aus der Bredouille zu retten. Ist natürlich derselbe Unfug, weil Bedeutung heißt, dass man es mit einer vom Subjekt ausgehenden Anerkennung oder Aberkennung verwerfen oder annehmen zu tun hat, Affirmation oder Negation. Die sich nicht verobjektivieren lässt, wenn nicht der ganze Bedeutungsbegriff sinnlos sein sollte, weil es sich dann eben um Wissen handelt. Dann brauche ich keine Bedeutung, wenn alles sowieso gewusst wird und einwandfrei feststeht. Und nicht anders mit den Wertbegriffen, die hat es auch Schlaumeier gegeben, die wollten dann den Wertbegriff, die Werte verobjektivieren und das Problem für nicht existent erklären. Wert und Bedeutung ist etwas, wenn es einen Sinn machen soll, muss das eine Sache des Subjekts sein. Und mit einer Sache des Subjekts ist die Objektivierung ausgeschlossen. Zumindest auf logischem Weg der Allgemeingültigkeit. Selbstverständlich können zwei oder drei oder von mir aus 1000 Leute auch unter einer bestimmten Sache dieselbe Bedeutung beimessen. Jetzt nicht in allen Ebenen, aber eben der Definition einer Türöffnung im Zimmer und dergleichen da zustimmen, ohne jetzt da groß irgendwelche Zweifel zu sehen. Aber das hat nichts mit logischer Allgemeinheit und einem an sich sein, objektiven, absoluten an sich sein zu tun. Die nächste Nummer, wieder Wolfgang Stegmüller, Universalienproblem heute und jetzt aus dem Jahr 1965. Das Wirkliche stellen wir dem Scheinbaren gegenüber. Ein behauptetes Wissen oder eine behauptete Erkenntnis wird durch den Hinweis außer Kraft gesetzt, dass das vermeintlich Gewusste oder vermeintlich Erkannte gar nichts Wirkliches ist. Dass der Behauptende einem Schein erlegen ist. Und um so etwas Scheinbares handelt es sich, wenn, wie oben angesprochen, Politiker abstrakte Begriffe so verwenden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Das ist alles nur scheinbar. Scheinbar hat der Politiker recht. Scheinbar kann man ihm vertrauen. Und was dann nicht scheinbar ist, dass wenn die Wahlen dann vorbei sind, dass dann ganz andere Behauptungen gelten als vorher. Oder eben einfach das nicht gemacht wird. Da gibt es dann alle möglichen Gründe, was war mit dem Koalitionspartner nicht zu machen und so weiter. Aber das Prinzip der ganzen Angelegenheit ist, einen Schein zu verbreiten, den Schein eines glaubwürdigen Politikers, der es versteht, seine Begriffe so zu gebrauchen, dass möglichst viele Leute angesprochen werden. Oder zumindest solche, von denen man annimmt, wie Franz Müntefering, kann ich mich erinnern,
Da ist dann die Grenze dessen, über was gesprochen wird, was noch vermittelbar ist. Da wird dann fiktiv ein Niveau in den Raum gestellt, über das hinweg etwas nicht mehr vermittelbar ist und da, und deswegen dann schon wegfällt, irrelevant ist. Soll es das schon gewesen sein? Also dieses ganze Gerede von Wirklichkeit dient dazu, diesen Schein zu leugnen, dass es sich eben nicht nur scheinbar ist die EU jetzt bereit, Sanktionen gegen Belarus auszusprechen. So, man sieht die Nachrichten und kommt zu diesem Urteil. Aber es passiert nichts. Diese Sanktionen, die sind im Grunde genommen lächerlich, bewirken nichts. Dieser Lukaschenko macht weiter, was er will. Und der Zuschauer, das Publikum gewinnt scheinbar den Eindruck, es wäre informiert und könnte da mitreden, ist da praktisch mit dabei, wird womöglich noch über Twitter alle 10 Minuten von ihrem Abgeordneten da verständigt, der da irgendeinen Senf absondert, bis hinauf zu Donald Trump hat es scheinbar sehr intensiv betrieben, diese Propaganda mittels Smartphone. Aber das ist alles nur eine Scheinwelt. Und diese Scheinwelt ist nur möglich aufgrund dieser Abstraktionen. Das heißt, irgendwelcher Reden, in denen so getan wird, als würde es sich da um Realitäten handeln, die aber alle sehr fragwürdig sind. Es sind im Grunde genommen Spekulationen, die da angestellt werden, von denen man glauben soll, es handelt sich da um harte Fakten. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wilhelm Wundt, der Mann, der die Psychologie aus der Philosophie befreit hat, möchte man sprechen. Ein kurzer Blick. Oh, noch 5 Minuten. Ja, der ist die Nummer ist noch drin. Ich beginne mit der Vorlesung. Es muss die Unabhängigkeit des Gegenstandes von unserer Auffassung nachgewiesen werden. Hierin besteht die Hauptaufgabe der tiefer eindringenden Forschung. Der Schein ist zu scheiden von dem, was nicht Schein ist, sondern in aller Erfahrung als gegeben bewährt wird. Wer sich nur durch dieses Gegebensein unter den wechselnden Bedingungen der Erfahrung das wirkliche Sein als solches bewährt, kommt mir hier komisch vor, so gibt es wird nur durch dieses Gegebensein und seine wechselnden Bedingungen der Erfahrung das wirkliche Sein als solches bewährt, so gibt sich umgekehrt der Schein dadurch zu erkennen, dass er ein wechselndes Sein ist, welches der Prüfung nicht unverändert standhält und wenn daher keine Wirklichkeit zuerkannt wird. Das Interessante ist daran, dass trotz dieser scheinbar hier selbst so bezeichnenden tiefer dringenden Forschung
dem guten Wilhelm nicht klar ist, dass es sich bei seiner Wirklichkeit eben auch um einen Schein handelt. Weil die Unabhängigkeit des Gegenstandes von unserer Auffassung nicht nachgewiesen wird. Die gibt es nicht. Dazu müsste es eine wertfreie, eine nicht subjektive und das heißt nicht ohne ein Subjekt stattfindende Beobachtung, Beurteilung, Reflexion, was weiß ich, geben, dass seine Erinnerungen ausschalten kann, sein Bewusstsein im Grunde genommen ausschalten kann, diese Objektivität, eben alle diese Subjektivitäten vergessen zu können, ist ja bis auf den heutigen Tag wird ja daran geglaubt, dass so etwas möglich ist und das dem kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Aber nur sofern, dass von vornherein der Nutzen oder Zweck einer Angelegenheit schon feststeht. Und dann kann man von allem anderen, was für diesen Nutzen oder Zweck nicht von Bedeutung ist, absehen und es vernachlässigen. Aber das hat nichts mit Objektivität zu tun, weil eben die Zwecksetzung nicht objektiv ist, sondern willkürlich und mit einem mehr oder weniger freien Willen gewählt. Es keine Notwendigkeit gibt, jetzt nur so und nicht anders seine Zwecke zu setzen. Das wäre wie wenn man dem Einzelnen vorschreiben würde, was er für gut zu finden hat. Das würde jeder sich dagegen verweigern. Bloß hier meint man eben diese Objektivität ohne jede Zwecksetzung stattfinden zu lassen. Und das ist nicht der Fall. Die Wissenschaft erfüllt ihren Zweck, sonst wäre sie sinnlos. Aber eben nur als Technik. Und nicht als Erkenntnisproduzent. Und damit habe ich mein Kontingent für heute erreicht. Das war die Folge 16 der munteren philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Ich verabschiede mich für heute mit einem Peace und Out.